Nachdem auch die Gartenmöbel wieder rein müssen in den Keller, werden die jetzt mit der Kunststofftiefenpflege von Caramba behandelt. Das eignet sich für alle Kunststoffe im Haushalt und auch im Garten, also somit perfekt für die Gartenstühle oder Tische oder überhaupt. Das erste Mango ist hier schon beim Schütteln, spritzt alles raus, was eigentlich nicht sein sollte. Dann gibt man es auf ein weiches Tuch und behandelt die Möbel. Natürlich sollten die vorher schon gereinigt sein, bevor ihr die Tiefenpflege auftragt. Sieht eigentlich ganz gut aus, ist aber ziemlich glatt und rutschig, auch wenn man sich danach draufsetzt. Und auf keinen Fall sollte man diesen Tiefenpfleger für Kunststoffe auf dem Lenkrad oder auf die Pedale im Auto.